Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um das Hard Clipper Device in Bitwig, das es so offensichtlich nicht zu finden ist, aber es ist auf jeden Fall da. Und Hard Clipper nimmt man ja immer dann, wenn man, oder meistens dann, wenn man etwas sehr laut machen möchte. Darum soll es jetzt gehen, aber legen wir doch einfach mal los. So, und zwar hier ist das Hard Clipper Device. Das ist einfach nur ein Preset und es gibt in, es ist ein Preset, ein FX Grid Preset. Und es gibt in Bitwig, gibt es von Polarity noch ein Hard Clip Preset, schon seit längerer Zeit. Das wird meines Wissens mit ausgeliefert. Machen wir das hier mal zu. Und das sieht ungefähr so aus. Das ist auch ziemlich toll. Ich bin nur irgendwann mal drauf gestoßen, dass das, mach das mal wieder weg, dass das Grid an sich ja mit dem Out hier ein Clipper drin hat. Und zwar einen harten, einen Soft, oder den kann man auch auf ausstellen. So, und ich habe da eine ganze Weile den benutzt und habe ja dann einfach noch so einen Gain mit reingezogen und hatte dann so einen kleinen Clipper für mich gebaut. So, und jetzt habe ich mit der Version 4.1 oder 4.2, 4.1 glaube ich, kam das Hard Clip Device mit rein. Und das ist natürlich nochmal eine schönere Option als nur den Out hier. Und daraufhin habe ich mir dann einfach nochmal mein kleines Preset angeschaut und habe dann hier gleich nochmal einen Filter mit dazu genommen, damit ich einfach bei den verschiedenen Sounds unter Umständen einfach noch einen Filter mit reinpacken kann, diesen XP, und habe dann eben Low Pass, High Pass, Band Pass, Peak und Notch Filter mit dabei und eben dann auch nochmal diese High Pass und Low Pass in Series und so weiter. Diese hier mit dabei zum Beispiel. So, und bei dem XP Filter muss man aufpassen, weil der automatisch, wenn man den einfach nur einfügt, wird alles automatisch lauter und das wollen wir ja eigentlich nicht. Deshalb habe ich den auf minus 6 dB eingestellt, standardmäßig bei mir. Das ist dann so ganz grob ungefähr dieselbe Lautstärke wie das Originalsignal. Das heißt, wenn ich den an- und ausmache, habe ich ganz grob in so ein Müh ist es ein Unterschied. Aber wenn ich den jetzt irgendwie minus 6,1 oder minus 5,9 mache, haut es auch wieder nicht hin. Deshalb bin ich einfach auf minus 6,0 gegangen, so dass ich halt einfach Eingangssignal gleich Ausgangssignal habe. Und habe mir dann hier diese Remote Pages gebaut. Ne? Diese hier. Und habe einfach die ganzen Regler hier mit verbunden. Und in den PostFX habe ich noch einen Peak Limiter reingebaut. Den kann ich hier an- und ausschalten und kann hier nochmal die Regler drehen. Im Prinzip überhaupt nichts Kompliziertes, ein ganz einfaches Preset mit Remote Pages. Einfach ein paar Sachen zusammengebaut und hier vorne zum Regeln zusammengebaut, sodass, wenn man das alles einklappt, hat man so eine schön übersichtliches Preset. Den Peak Limiter habe ich deshalb nochmal mit hinten reingebaut, um einfach ganz, ganz sicher zu gehen, wenn ich hier den Hard Clipper wirklich an die Grenzen fahre, dass der dann den Rest nochmal so ein bisschen abfängt. So ein Peak Limiter ist ja im Prinzip auch sowas wie ein Soft Clipper so ein bisschen. Und das einfach nur nochmal zur Sicherheit, den kann man natürlich eben hier vorne einfach schön ausstellen, wenn man sowas überhaupt nicht mag. Und das Schöne an dem FX-Grid ist ja auch nochmal, man hat hier so einen Mix-Knopf und hier könnte man Original- und Effektsignal nochmal durcheinander mischen, wenn man aus irgendeinem Grunde das machen möchte. So, und das heißt, wenn ich das jetzt hier auf dem Track habe und den Track ganz normal abspiele, kann ich den jetzt natürlich in der Lautstärke nach oben schieben. Ich mache das gerade mal. Das hat jetzt nicht hingehauen, weil ich den Mix nicht oben hatte. Und ich habe hier Sachen verstellt.
hört schon, wie es gut in die Verzerrung reingeht, und die Verzerrung bringt dann auch wieder Obertöne mit sich. Und eine Sache, was man hier zum Beispiel machen könnte, das wäre so quick and dirty, so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, okay, Low-Pass-Filter, und das wird mir oben einfach so ein bisschen zu grell, das Ganze. Könnte das jetzt hier an der Stelle einfach nochmal regeln, wenn ich das wollen würde. So, so ein Hardclipper ist eine Sache, auf die Summe zu legen, und da empfehle ich euch einfach, dass die Serie über Clip to Zero von Buffermetrix euch anzugucken. Das ist, hat er gerade gestartet vor, ich glaube, 2 Wochen oder sowas, den Dreh. Den Link, den packe ich in die Videobeschreibung mit rein. Das wird eine sehr, sehr lange Serie, und er macht auch immer sehr schöne, sehr lange Videos dazu, wo alles bis ins Detail erklärt. Und Sinn dieser Serie ist es einfach, eine Technik vorzustellen, wie man quasi schon von Anfang an einen Track auf Lautheit produziert. Und zwar von jedem einzelnen Schritt, von jeder Spur. Und eine seiner Empfehlungen dazu oder Strategien dazu ist, dass man zum Beispiel einen Hardclipper oder einen Limiter nicht nur auf die Summe legt, zum Beispiel, oder eher weniger, aber vielleicht auch nur, um zu den letzten Rest noch mal so ein bisschen abzufangen, aber im Prinzip auf jede einzelne Spur hier. Was ich auch mal gemacht habe, ich mache den hier mal aus, auf jede einzelne Spur so einen Clipper zu legen und dann jede einzelne Spur schon mal in die Lautstärke oder in die Lautheit reinzufahren, die man gerne hätte. Wenn ich das jetzt hier zum Beispiel mit den Drums mache, ach so, vielleicht noch eine Sache. Hier waren wir vorher irgendwo bei 9 oder 10 Dezibel, bevor es wirklich sehr stark verzerrt war. Und wenn ich das jetzt pro einzelner Spur mache, könnte man mit 16,5 dB, ist auch schon wieder verzerrt, aber kommt immer auf den Sound drauf an, den man haben möchte. Dann hier bei dem Bass. Machen wir den so ungefähr bei 8,6, und dann noch die Strings. Mal die mal an. So, und jetzt habe ich irgendwie so ein Knacksen hier, das kommt aber von OBS, glaube ich, es tut mir leid. Jetzt habe ich bei 2, hier habe ich den um 16,5 hochgezogen, die Drums, den Polysynth um 10,6 und den Phase 4 um 8,6. Und vorhin hatte ich den, habe ich jetzt weggemacht, auf 9, irgendwas insgesamt. Das heißt, ich habe die einzelnen schon so hochgezogen, unterschiedlich, dass ich da das Optimale quasi aus jeder einzelnen Spur oder jedem einzelnen Instrument raushole. Und jetzt werde ich noch überlegen, ob ich das noch lauter machen will, weiß nicht, ob das geht, wenn ich jetzt hier die Track-Summe sogar noch mit einem Hardclip belege. Wenn
Nee, da bin ich schon am Maximum. Ich kann das höchstens so lassen, dass der noch mal hier einfach vielleicht ein bisschen abfängt, wenn irgendwie noch mal was drüber geht. Aber ansonsten ist das Ding jetzt eigentlich, kann hier noch mal auf hart stellen. Vielleicht sollte ich das standardmäßig lassen, dass der einfach noch mal alles abfängt, was hier eventuell durch den Kanal geht, um einfach so die Summe noch mal versuchen, so ein bisschen sauberer zu machen und abzuschneiden. Auf jeden Fall, das ist halt einfach ein Weg, um den Track ziemlich laut zu machen. Und das Preset, wie gesagt, ist relativ einfach gebaut. Man packt einfach die zwei Elemente rein, guckt, dass der Filter nicht lauter ist, als er sein sollte. Baut sich dann hier die Remote Pages. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, wenn ihr das nochmal sehen wollt, wie man das macht. Ist auch kein Hexenwerk. Und dann habt ihr innerhalb von einer Minute oder zwei habt ihr das Preset selber zusammengebaut und könnt es benutzen. Oder ich lege das auch zum Download hin, dann könnt ihr das einfach runterladen und das einfach so benutzen, wie ihr das wollt. Oder ihr benutzt einfach das Preset, das drin ist, von Polarity, den Hard Clip. Das Hard Clip Preset. Wenn ich es richtig schreibe, dann finde ich es auch. Das hier. Das benutzt ein Chain mit einem Bit 8 und einem Tool, so hauptsächlich. Und macht im Prinzip das ähnlich. Die klingen auch ähnlich. Leichten Unterschied. Ich fand jetzt in dem Beispiel, aber das ist immer je nach Track, je nach Material unterschiedlich. Zum Beispiel, dass das Note, das FX Grid Hard Clip Device die Drums so ein bisschen, also gerade die Kickdrum, die Bassdrum so ein bisschen besser rausgearbeitet hat, aber das ist auch wieder nur ein Müh. Und ja. Und wie gesagt, die Serie von Baphometrics unbedingt reinschauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen lang ist, aber das kann man sich ja über einen gewissen Zeitraum einfach mal so ein bisschen vornehmen. Das Ganze ist auch noch im Aufbau, das ist noch überhaupt noch gar nicht fertig. Und aber die, sag ich mal, die erste Quintessenz dieses dieser Clip-to-Zero-Technik ist halt wirklich jede Spur schon mal gucken, wie weit kann ich die nach oben treiben. Wie laut kann ich die da machen, sodass ich dann später in der Summe, wo dann quasi alles zusammenkommt, nicht mehr so ein Wahnsinns-Peak irgendwie vor mir habe, sondern das schon vorher alles kontrolliert da abliefere. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen auf Gedanken bringen, auf Ideen bringen. Wenn ihr Ideen habt, bitte schreibt es mir immer unter die Kommentare. Ich bin für jeden Kommentar sehr glücklich und versuche auch zu antworten, wenn es Fragen sind. Ich freue mich natürlich auch, wenn einfach nur jemand Hallo schreibt oder einfach erzählt, was er oder sie mit Hardclipper, mit Limitern machen. Finde ich auch immer super interessant. Bin immer froh um den Austausch und es hilft natürlich auch beim Algorithmus. Teilt meine Videos, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und ja. Bleibt gesund und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.